Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier als König. Moment, lass mich raten. Heinrich der Fünfte, genau, wir waren beim letzten Mal als Heinrich der Fünfte unterwegs. Und ich muss einmal ganz kurz nochmal neu starten. So, Leute. Genau, wir waren als letztes mit Heinrich der Fünften hier unterwegs, sind in London. Wie man hier sieht. Und genau, wir müssen hier die Lollards vertreiben. Die wollen nämlich eine Schmutzkampagne gegen uns führen. Und das muss bestraft werden, sowas. Ganz genau. Und bevor ich die Leute jetzt ans Fegefeuer stelle, töte ich sie einfach. Genau. So sieht's aus. So, Leute, wir haben hier unser nächstes Dorf. Wir müssen immer in die Kirche gehen. Genau. Was? Ah, schaut mal hier, Lollards. Kaputt machen. So, Kirche kaputt machen. So. Sehr schön, Leute. Wir müssen insgesamt viermal die Lollards killen. Und wir haben es jetzt schon zweimal geschafft. Gut, Leute. Ah, da sind noch mehr Lollards. Da ist wieder ein Schießtyp da. Schaut mal. Der hat ein Gewehr in der Hand. Ihr sollt den kaputt machen, habe ich gesagt. So. Macht die Zelte noch kaputt hier. Die halten ganz schön viel aus für Zelte. Wir haben hier nur die Armbrustschützen. Die sind die Vorgänger von diesen Gewehrmenschen. Und Moment. Wir haben ja hier eine Karte, ne? Da ist ja alles eingezeichnet. Moment, wir haben ja hier eine Karte. Hier. Hier ist die Karte, hier ist London und hier waren wir gerade. Wir waren gerade in Bristol, in Wales. So, wir müssen jetzt nur noch... Cambridge waren wir schon. Wir müssen nur noch nach Carmarthen und Exeter. Okay, dann hier runter. Alles klar. Oder Moment, vielleicht ist hier oben ja noch was. Wer weiß. Bam, 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 bam. Die Mucke, ey. Bam, 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 bam. Ich liebe diese Musik einfach. So cool. So, Leute. Hier oben war aber nichts mehr. Nee, nee. Doch, da, schaut mal hier. Ah, schaut mal hier, hier ist noch ein Dorf. England. Schön versteckt, ja. So, ist wieder ein Priester. Ja, Lollards, seht ihr? Da sind wieder Lollards. Hat die Kirche kaputt. So, sehr gut, Leute, wir haben weitere Lollards gefunden. Und wir brauchen jetzt eigentlich nur noch ein Lollard-Dorf. Ein Ludolf-Dorf, ja. Ein Lollidorf. Das wäre bestimmt lustig, ein Lollidorf. So eine Hütte in Form eines Lollis, ja. Nein, das wäre verstörend. Wo rennt ihr denn hin? So. Schwertkämpfer, los. Weißt du, ich hoffe, dass wir jetzt hier nicht außen rumlaufen müssen. Doch, müssen wir. Okay, alles klar. Oder? Hey, das ist ein Lollardspriester. Weg damit. Der wollte mir tatsächlich einen Armbrustschützen klauen. Noch einmal außenrum. Na gut. Gut, Leute, dann kann ich euch schon mal erzählen, dass ich das hier nach wie vor an einem Freitagabend aufnehme. Jetzt, ja, Freitagabend mittlerweile. Nach der Command & Conquer Session. Und ja. Und dass mein Hals ein bisschen wehtut, deshalb kleiner Schluck Apollinaris Lemon. Ich liebe dieses Lemonwasser, das ist einfach so geil, Apollinaris. So, mach die kaputt, die Priester. Oh Mann. Diese Priester. Naja, drei Priester abgeschlachtet. So wie sich das gehört. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Nein, 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 das ist böse. Gut. Leute, wir haben noch alle unsere Einheiten. Ist das nicht toll? Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Städte schon kontrolliert.
oder 1, 2, 3, 4, 5, ja, 5 Städte. Wie viele? Da sind noch Lollards. diese Sounds, ey. So cool, wirklich. So, weiter geht's hier in die Richtung. Da war, glaube ich, die letzte, ne? Moment. Hier haben wir nochmal die Karte. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? Bristol? Haben wir schon Bristol? Ja, Bristol war hier, ne? Für den Thron. Da war das nächste ja hier oben, oder? Ja, lauf mal über den Hügel drüber. Eiskalt, ne? Inkliniere vorwärts. Lauft einfach über die Steinfelsen, ja, ist okay. Ah, hier, schaut mal hier. Hier unten. Für den Thron. Da ist noch einer. So. Eine Kirche noch. Bam, 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 bam. 1, 2, 3, 4, 5. Im Namen von ja. König und so. Kirche. Wer an der hier ist keiner. Der Lollard teilhat, der möge unverzüglich herauskommen. Nur ja. Wahre Engländer gibt es hier. Krone und Kirche gleichermaßen treu. Aber warum ist die Karte so groß, Leute? Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen, ne? Mit meiner Ehre. Stimmt eigentlich. Warum ist die Karte so groß? Die Mission, die ist bestimmt noch ein bisschen was länger. An die Säbel und Angriff. An die Säbel, Leute. Ah, ich hab... Moment, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ich war jetzt am unteren linken Zipfel von England. Ja, ich muss noch einmal rüber. Shit. Ja gut, egal, Leute, dann... Bam, 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 bam. Gut, dann müssen wir halt noch einmal rüber. Shit. Das kann ein bisschen dauern, Leute. Ganz genau, ihr Bürgerchen hier, ihr macht weiter hier eure Arbeit. Mit balancierenden Eimern auf den Schultern, ja, na klar. Oh, die haben jetzt schon richtige Äxte, schaut mal. Die Mistgabel verwandelt sich in eine Axt. Ja, na klar. Das würde ich auch gerne können, ohne Scheiß. So, Leute, seid ihr Opas oder was? Mach mal schneller hier, los. Hallo? Ach, KI, ey, wirklich. Ja gut, egal. Schaut euch diese Armee an, Leute. Hier. Schöne Mittelalter-Armee. Nur warum hört man die Pferde nicht? Das finde ich gerade ein bisschen mysteriös. Aber gut, Leute, ich habe das Gefühl, dass wir hier noch hin müssen. Hier unten. Ich habe da was... Ich habe da das Gefühl, ja. Was? Was zur Hölle? Hey, Priester! Hör mal auf. Überall diese Priester hier versteckt, ey. Nee, nee, nee. Überall diese Schweinepriester hier versteckt. Na ja, gut. Vor rechts wegen mein. Heinrich, ey. Du bist so eine coole Socke. Kommandeur. Hier, der Heinrich, ey. Heinrich der Fünfte, ja. Okay. Mit meiner Ehre. Da sind noch Lollards, da ist noch schon wieder so ein Priester, ey. Überall rennen hier die Priester rum. Was zur Hölle? Okay. Ah, seht ihr das Dorf hier? Das habe ich noch übersehen. Alles klar. So, oh, was ist das denn hier? Burgturm. Okay. So, Kirche. Hallo. Im Namen von König und Kirche. Ist aber auch keiner. Wer an der Ketzerei der ah, doch. Okay, alles klar. Dann Lollards hier. Keine größere Gabe an unserem Gott. So, mach die kaputt. Ah, sehr schön. Sir John Oak? Man ließ uns wissen, dass er der Vater dieses wüsten Treibens gegen Krone und Kirche sei. Sein Tod wäre zu wünschen. Doch dient es der Gerechtigkeit wohl mehr, ihn als Ketzer im Tower von London anzuklagen. So geht mein alter Freund dahin. Wären ihm König und Kirche doch teurer gewesen als seine törichte Philosophie. Nun endlich soll die Giftschlange der Ketzerei vertrieben werden. Doch nun sind wir im Tower vonnöten, den Botschafter unserer Beziehungen zu sehen. Den Dauphin, Sohn Frankreichs. Wir müssen umgehend nach London. Den Dauphin. Für den Thron. Noch schwuler geht's ja wohl nicht, oder? Genau. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ja, es ist... Französisch ist halt immer ein bisschen... Ja. Komisch für mich, aber gut. Egal, Leute. Bringen Sie König Heinrich in den Tower von London zurück. Dann machen wir das doch noch einmal ein bisschen... Noch einmal beobachten, wie sie hier rumlaufen. Okay. Mache ich gerne. Ja gut, ich meine, in der nächsten Mission wird es sehr wahrscheinlich schon
nichts mehr mit Rittern zu tun haben, ne? Da kommen wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich schon die Steinschlossgewehre. Und deshalb, ja. So, hier Tower von London. Da müssen wir den hinbringen. Ja, es wird lustig, Leute. Vor allem, weil dann die Fernkämpfer hier nicht mehr daneben schießen können. Genau, die treffen immer, wenn sie schießen. Und das ist doch mal ein richtig großer Vorteil. So. Wir sind im Jahre 1400 nach Christus. Und wir springen wahrscheinlich dann über... Ja, oder nee, gar nicht wahr. Wir müssen erstmal noch hier die... die Renaissance müssen wir erstmal noch durchmachen. Und dann kommt das Industrialzeitalter. Das wird geil. Und Imperialzeitalter mit Karabinerschützen und ja, mit diesen ganzen coolen Einheiten. So, das wird interessant. Aber jetzt erstmal hier zurück nach London, Leute. So. Also, hallo, ich bin wieder da. Was gibt's Neues? Just traf ein Botschafter aus Frankreich ein. Soll er wohl eintreten, Lehnsherr? Noch nicht. Manch gewichtiges Problem, das uns und Frankreich betrifft und unsere Stirn umwölkt, sollt wohl geklärt sein, ehe wir ihn sehen. Gottes Engelschöre mögen euren heiligen Thron geleiten und ihn euch lang erhalten. Wir danken euch, gelehrter Lord. Wir bitten euch, fahrt fort und legt uns rechten Gesetzes und Glaubens dar, ob Frankreichs salisches Gesetz wohl auf unseren Anspruch Einfluss haben mag. Denn niemals ging es ohne Blutvergießen ab zwischen zwei Reichen. Unschuld im Blut. Dass jedermann ein Greuel, ein bitterer Vorwurf gegen jenen, des Unrecht alle Schwerter führt, die kurzer Sterblichkeit ein Ende setzen. Ein Einwand nur mag gelten gegen euer Hoheit Anspruch. Dieser, kein Weib, soll erben Salisch Land. Salisch ist nun aber das Land, das Frankreich unrechtmäßig für sich fordert. Und doch bestätigen ihre Schriftgelehrten munter, dass Salisch Land in Deutschland liegt, zwischen den Fluten von Saale und Elbe. Sonnenklar ist, König Pippins Besitzrecht und Hugh Capits Anspruch scheinen alle dem Recht der Weiber zu entsprechen. So halten's die Franzosenkönige bis heute. Doch wie wollen sie dies salische Gesetz zur Geltung bringen gegen eurer Hoheit Anspruch? Können wir den Anspruch rechtens geltend machen? Die Sünde auf mein Haupt, allmächtiger Herrscher. Im Buch der Zahlen steht geschrieben, stirbt der Mann, soll der Tochter das Erbe zukommen. Großmächtiger Lord, besteht auf eurem Recht, besinnt euch eurer stolzen Ahnen und lasst das blutige Banner wehen. Besucht das Grabmal eures Ururahnen, mächtiger Lord, des Abstammung ihr euch rühmt. Seinen und eures Großonkels, des schwarzen Prinzen Edwards Kampfgeist zu beschwören, der einst die Großmacht Frankreich auf dem eigenen Boden schlug. So ruft die Botschafter des Dauphin herein. Unser Entschluss steht fest. Mit Gottes und eurer Hilfe, der edlen Quelle unserer Macht, soll Frankreich uns gehören. Wir formen es nach unserem Willen oder brechen es. Bereit sind wir nunmehr, das Anliegen unseres Vetters Dauphin zu hören. Er uns den Gruß entbietet, wie man hört, nicht der König. Hoheit. Jüngste Sendschreiben nach Frankreich machten Anspruch geltend auf Herzogtümer, die eurem Vorgänger Edward III. Gehörten. Als Antwort lässt mein Herr, der Prinz, bestellen, noch jung an Jahren seid ihr, und er rät euch, nichts sei in Frankreich mit einer flinken Galliarde zu gewinnen. Kein Herzogtum dort könnt ihr so einfach haben. Darob schickt er euch diese Schätze und fordert dafür, dass ihr den Herzogtümern abschwört, denen euer Anspruch gelten soll. So spricht der Dauphin. Was für Schätze, Vetter? Tennisbälle, Lehnsherr! Wir freuen uns, dass der Dauphin so freundlich zu uns ist und danken für Geschenk und Mühe. Haben wir Schläger erst bereit für diese Bälle, so werden wir in Frankreich und mit Gottes Hilfe ein Spiel wohl spielen um die Krone seines Vaters. Sagt ihm, mit einem Kämpfer will er sich wohl messen, der alle Höfe Frankreichs wird erschüttern. Und nun schafft er sich fort. Dies war eine heitere Botschaft.
Wir hoffen, der Sender mag daran ersticken. Daher, Lords, lasst keine Stunde ungenutzt verstreichen vor unserem Aufbruch. Denn kein Gedanke, außer Frankreich und an Gott, bestimmt mehr unser Denken. So lasst uns den Tribut schnellstmöglich sammeln. Für diesen Krieg und alles, was mit hinreichender Schnelle uns fürderhin von Nutzen sein mag. Bei Gott. Vor seines Vaters Haustür wollen wir ihn züchtigen, den Dauphin. Macht unsere Truppen gleich in Portsmouth wohl bereit, wo hastig wir nach Frankreich segeln wollen. Ah ja, Leute, habt ihr es gehört? Tennisbälle. Die haben von Tennisbällen geredet. Wisst ihr, was Tennisbälle, was die damit meinen? Bauen sie ihre Meer und schicken sie alle Einheiten nach Portsmouth, wo sie automatisch auf Schiffe verlagern werden. Ah, da unten, alles klar. Ist die Bevölkerung somit erreicht? Sogar Nichtkämpfer sollten verladen werden. Okay, der Herzog von Westmoreland muss überleben. Okay, das heißt, ich kann jetzt noch einen Soldaten bauen. Und ich kann gar nichts bauen. Shit. Oder? Mein Verbündeter. Doch, doch. Einen kann ich noch... Ach, sowas hier vielleicht, aber... Wo ich Gold führe, ne? Ich kann nichts bauen. Verdammt. Gut, dann brauche ich noch einen Bürger. Ich nehme die Bürger mit. Genau, Tennisbälle, Leute. Die Tennisbälle sind... Kanonen. Tatsächlich. Ja, es sind Geschütze. Kanonengeschütze. Wie wir da eben gesehen haben bei den Franzosen. Die hatten da so... So. Sachsenhunde, genau. Wir haben zwei Könige. Die hatten da ja so, so riesen Kanonen da im Hintergrund, ne? Und ja, das wird nochmal interessant jetzt bald. Eine sehr, sehr lange Cutscene. Und ja, dann bringen wir die mal nach Portsmouth. So. Ganz genau, Leute. Wir gehen wieder in. Wir ziehen wieder in den Krieg nach Frankreich. Jetzt Krieg gegen Frankreich. So. Leute, die Bürger, die kann ich leider nicht manipulieren. Aber gut. Leute. Alles klar. Portsmouth, hier, Schiffe. Das erste Kontingent ist für die Invasion beladen worden. Ist jede tüchtige Seele Englands dann versammelt und an Bord. So mögen unseren Feldzug wir beginnen. Wohlan, Gebieter. Wohlan, Milord. So, sehr gut. Wir segeln rüber. Nun endlich können wir mit aller Kraft unserer gerechten Sache dienen. Lass die Flotte segeln. Sehr schön. Ui, so schnell. Kurze Strecke im Nordosten. Unsere Mission, Frankreich zu erobern und Dauphins Schmähung zu vergelten, beginnt hier. Seid unbesorgt, Majestät. Die fest entschlossenen Englands sind bereit. Für Gott und Vaterland. Gut. Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, machen wir das mal. Aber wir bauen erst uns erstmal hier. Ja, hier sind ein paar Ressourcen, aber. Gut. Keine Ahnung, also. Vernichten Sie alle gegnerischen Gebäude in Harfleur. Harfleur, ja, okay. Gut, alles klar. Nur was meinten die mit, dass ich da Bürger mitnehmen soll? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ja, Leute, wie gesagt, eine sehr lange Cutscene haben wir da gesehen. 5 Minuten oder so. Aber es ist auch notwendig, weil so langsam kommen wir in den Bereich, wo die Steinschlossgewehre erscheinen und Kanonenkugeln. Und das wird doch mal mega interessant. Ah, jetzt können wir hier auch Türme bauen. Ich verstehe, Leute. Wir können Türme bauen. Für Gott und Vaterland. Alles klar, aber wo müssen wir denn jetzt hin? Wohlan, Milord. Ich weiß gar nicht, wo wir hier hin müssen. So. Wo müssen wir hin, Leute? Ja, Milord. Ikeniere vorwärts. Nein. Hä? Ja. Was macht denn dieser Bürger da? Gut. Gut. Ui. Schwertkämpfer vorwärts. Oh Mann, Leute. So, wo müssen wir denn jetzt hier hin? Hä? Ich verstehe gerade gar nichts. Hallo, Leute? So, der Herzog von mich. Vernichten Sie alle gegnerischen Gebäude in Harfleur. Aber das war. Hä? Okay.
Ach, vielleicht ist das hier links oder so. Hm? Moment. Ist das... Oder vielleicht hier oben. Ja, das kann auch sein. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Schauen wir mal, was da... Was die Franzosen uns da entgegenwerfen wollen. Alles klar, Leute. So. Die Einheiten sind ja zum Glück nicht ganz so langsam. Ah, hier, Leute. Hier. Oh, hier. Oh, okay. Franzose. Okay. Sind die gegen uns? Die sind gegen uns, ne? Ich könnte noch eine... Moment. Schaffe ich das überhaupt? Moment. Es kann sein, dass ich Gold brauche, ne? Oder das ist so weit weg. Shit. Die Goldminen sind so weit weg. Weil das Gold, das brauche ich für Trebuchets und so. Ich habe aber auch schon volles Einheitenlimit, ne? Ja gut, dann würde ich mal sagen, nehmen wir das einfach mal an hier. So, was haben wir denn hier? Hier ist noch was Gelbes. Von den Lollards, okay. Ja gut, das heißt, die englische Kampagne ist doch noch nicht vorbei, bald. Die Mission zieht sich ja länger als gedacht. So. Pikeniere, die können doch, genau, die können mal ein bisschen stärker werden. So. Alles klar, Leute, dann. Das dauert ewig, ne? Aber gut, hier ist die Schlacht am Ende. Vernichten Sie alle gegnerischen Gebäude in Harfleur. So. Aber für Gebäude zerstören brauche ich ja... Mach mal hier. Ach du Kacke. Ja, hier, so. Für Gebäude zerstören brauche ich ja Belagerungswaffen. Na, Leute. Der hat sogar noch ein bisschen Holz. Na gut. Alles klar. Oh, was haben wir hier? Frankreich. Na gut, nee, das ist einfach nur ein Dorf. Alles klar. Hier. Da ist doch so ein Hof nah. Cool, Leute. So, dann würde ich mal sagen, Bürger, ihr macht euch mal an die Arbeit. Und der eine, der das Holz hat, der kann mal hier eine Belagerungswaffenwerkstatt aufbauen. Einfach direkt mal zack. Boah, Leute. Und ihr könnt mal bitte das bevölkern und einfach hier weiter. Oh mein Gott, keine Nahrung mehr. Warum ich keine Nahrung? Ach, verdammt. Ja, gut, egal. Gut, Leute. Dann kann der mal eine Mühle aufbauen. Oder was? Nee, geht schon. Ja, oder... Nö, eigentlich nicht. Moment. Bevor ihr weiter Gold aberntet, sammelt mal bitte ein bisschen Nahrung. So. Ich nutze einfach diese Nahrungsquelle. Ja, dann brauche ich gar keine Mühle mehr zu bauen. So. Harfleuch, ja. Vernichten Sie alle gegnerischen Gebäude in Harfleuch. Alles klar. Gut. Leute, da werde ich, wenn die hier jetzt mal vernünftig arbeiten, dann werde ich mir. Wie sagt man? Weitere Bürger bauen, die dann Gold abbauen und dann, bis ich dann nochmal ein Trebuchet bauen kann. So. Meine Güte, das dauert ja ewig, ey. Das kann jetzt lange dauern, Leute. So. Ja, wobei, hier, so, zack. Lass die direkt zum Gold gehen. So, wie viel Gold braucht denn ein Trebuchet? 150. Ja gut, das geht ja noch, ne? Boah, die Mission zieht sich ganz schön in die Länge. Ich wusste, dass hier unten noch was war. Ich wusste es einfach. Und, ja. Dann brauche ich jetzt noch ein bisschen Nahrung. So. 90, so. Gut. Dann, wenn die nochmal voll sind, dann kommen nochmal zwei Bürger raus. Ja, die hacken hier schön das Gold. Ja, hier, schaut euch die an. Zack, zack, zack. Ja, das hätte ich eigentlich auch hier schon machen können, ne? Ich Idiot. Hier waren doch Goldminen. Ja, egal, Leute, so. Gut, Leute, dann würde ich sagen, speichere ich das Ding erstmal nochmal unter Briten.
Genau. Und ja, gucken wir mal wieder unsere Armee hier beim Marschieren zu. Ja, diese Folge ist nicht sehr ereignisreich, aber gut, dafür gab es eben eine extra large Cutscene. Eine extra lange Cutscene hier. Und ja, die Cutscene war doch geil, oder? Müsst ihr doch mal sagen. Und die haben hier Tennisbälle. Ja, Leute, Tennisbälle, wirklich. So. Der eine noch und dann baue ich den Rest mit Trebuchets zu. Oder nee, Moment, Quatsch. Das reicht schon. Ich brauche gar keine Nahrung mehr, ne? Nee, ich brauche keine Nahrung mehr. Die Trebuchets, die brauchen keine Nahrung. So, dann sammelt ihr mal bitte hier mit beim Gold. Lass den einen nochmal Nahrung sammeln. So, Leute. Dann bringt ihr alle mal rein. So, dann können wir unser erstes Trebuchet bauen. Bevölkerungskosten 2. Meine Fresse. Ich würde eigentlich ganz gerne noch ein paar bauen, ne? Ja gut, dann muss ich den einen hier halt... Du stirbst fürs Reich England. Einmal rumgekotzt. So. So, wir haben ein Trebuchet. Leute, sehr, sehr schön. So, alles klar. Sehr gut. Ja. 3, 4, 6, 8, 10, 12. Ja, das könnte. Ja, das passt. So, sehr schön. Noch ein Trebuchet, bitte. Dann haben wir zwei Trebuchets. Das geht dann, Leute. So, das geht dann. Dann lasse ich ihn noch da hochfahren. Und dann haben wir auch ja, das Ende der Folge schon wieder erreicht. Meine Fresse, das ging mal wieder ganz schön schnell hier. Muss ich sagen. Und ja, dann würde ich mal sagen, bum bum. So. Und bum bum Einheiten, kommt mal bitte her. Ihr seid bitte Team 2. So, alles klar. Bitte nach hier vorne, damit ihr schön da reinschießen könnt. Könnt ihr nicht mehr ein bisschen schneller werden? So, doch, ihr könnt ein bisschen schneller werden. Sehr gut. 10% mehr. Ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? So, die bleiben stehen. Das ist sehr gut. Die verfolgen nichts. Trebuchets. Oder Steinschleudern. Die sehen irgendwie aus wie so Pferde. Ich weiß auch nicht. Pferdekopf. So, dann... Ah, 200. Das ist zu viel. Leute, das ist zu viel. Wir können aber ein bisschen mehr abziehen. Ja, das ist ganz gut. Und dann können wir mal hier oben reingehen gleich. Vielleicht können wir noch so ein bisschen was beschädigen. Wer weiß, wenn die sich mal bewegen würden, die Herren hier. Schau dir das mal an, die haben eine Leiter da dran. Ist lustig, ja. Die sehen so witzig aus, die Dinger. Na ja, gut. Leute, jetzt haben wir aber lang genug getrödelt. Genau, die sind gleich da und wir haben noch 2 Minuten. Das heißt, wir können noch eigentlich noch das Tor aufschießen. Dann würde ich sagen, oh, schaut mal, wir haben sogar 61 von 60. Sehr mysteriös, wie das funktioniert. Aber gut, es funktioniert halt. Ja, Milord. Alles klar, geht ihr mal bitte dahin. Die Trebuchets bitte hierhin. Unsere Armee ist schon groß geworden, ja, schaut mal hier. So, wir haben jede Menge Langschwertkämpfer. So, meine Trebuchets sind da, Leute. So, dann schießt ihr mal bitte da hinten drauf, da. Los, Bots, aufmachen. Los. Und eine kurze Pause. So, da bin ich wieder. Ja, so, aufmachen jetzt hier. Los. Aufmachen. Marcel Davis. Gut, alles klar. Leute, ja, Franzose. Offen? Ist das offen? Kann man da rein? Muss man das gar nicht aufschießen? Doch, das muss man aufschießen. Was für offen? Das stimmt doch gar nicht. Naja gut, alles klar. So, da kommen schon ein paar Pferde. Da kommen schon ein paar Pferde hier los. So, kaputt machen die Dinger. Los. So, Trebuchets bitte hier den Turm kaputt machen. Der will nämlich wieder unbedingt auf meine Trebuchets Steinschleudern, okay.
Weg damit. Ah, nein, ihr seid doch blöd. Warum lasst ihr die Tribuchets alleine? Um Gottes Willen. So. Wegmachen. Ach, so. Okay, Tribuchets wieder hier nach vorne. Gut, Leute, wir haben das Tor aufgemacht. So, dann bleibt ihr mal hier stehen. Macht ihr mal bitte die Steinschleuder da hinten weg. Verdammt nochmal. Hallo, Leute, bleibt ihr mal hier? Ja, das wird jetzt gleich... Ach du, was machen die Trebuchets da vorne? Gut, alles klar, die Trebuchets schießen bitte auf den Turm. Und wir gehen jetzt einfach hier rein, los. Da gehen wir einfach hier rein. So, Leute. Einfach alle Gebäude kaputt machen, okay. Alles klar, würde ich sagen, machen wir das. Und ja, ganz genau, Leute. Wir haben Trebuchets dabei. Die Armbrustschützen beschützen das. Macht vor allem das da kaputt, ey. Mensch. So, Leute. Alles klar. So, wir sind drüber. Leute, wir sind drüber. Das heißt, jo, würde ich sagen, speichere ich das nochmal. Wenn euch die Folge gefallen hat, Leute, würde ich sagen, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Ne? Tschüss.